Hey Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge, zur ersten Folge eure Jump'n'Run Maps hier auf Timulia. Ich bin gespannt, was ihr mir gebaut habt. Ich habe sogar schon mal nachgeguckt, das ist jetzt ein Tag her, wo ich das angekündigt habe. Okay, es gibt zwei Maps, die mir gebaut wurden, finde ich echt cool. Die haben eine kurze Zeit, deswegen denke ich mal, es gibt einen Geheimweg, ja, hier. Aber ich werde es versuchen, ohne zu schaffen. Falls ihr eine kleine Challenge wollt, könnt ihr das auch gerne versuchen. Ich werde es jetzt im Video versuchen, keine Ahnung, und das Beste zusammenschneiden. Und falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, nein, ich werde, glaube ich, nie wieder so hart ragen. Na gut, sag niemals nie, aber, oh Gott, dieser Sprung, was soll denn das jetzt hier schon wieder? Ganz ekliger Sprung. Oh mein Gott, ich hab's. Alter, nice, sehr schön. Das war tricky, das war echt nice. Also, das sind auch so Sprünge, die muss man erstmal, die kann man nicht. Die kann man einfach nicht, weil das sind solche ungewöhnlichen Sprünge. Ich meine, 4-Block-Anlauf. So kennt man Dreier-Neos normalerweise nicht. Und der Map-Ersteller hat hart verkackt, weil das ist ein 5-Block-Sprung und den schafft man nicht. Wow, Respekt. Oh Mann. Oh, hier ist eine Wespe. Ich sterbe. Nein, geh weg! Verpiss dich. Geh raus, geh raus. Und das meine ich eben. What the fuck, wie kann man denn so hart verkacken und einfach seine Sprünge nicht testen? Eigentlich würde ich das jetzt auch nicht ins Video nehmen, aber ja, ich kann sonst nicht anders ansprechen. Naja, sind das hier 5er-Sprünge? What the fuck? Hä? Der hat ja überhaupt seine Map gar nicht angeguckt. Ja gut, ne? Man sollte auch mal gucken, dass die Map möglich ist, ne? Digga, der hat ja richtig hart gefailt. Der hat einfach 3 unmögliche Sprünge eingebaut. Und sau viele Dreier-Neos. So, dann gucken wir uns mal die zweite Map an, ob die auch unmöglich ist. Alles ist möglich. Na, das wollen wir mal sehen. Das wollen wir mal sehen. Zweier-Neo. Okay, fängt human an. Finde ich nett. Danke dir. Hat er es selber geschafft? Ah, nee, da gibt es ein Portal. Okay, ist aber nicht so schlimm. Habe ich ja gesagt, dass ihr euch das bauen könnt. Da ist eine Leiter hinten. Oh, kritisch. Da muss ich, glaube ich, meine Version wechseln, um ehrlich zu sein. So, da bin ich auch wieder. Mit der 1.12 jetzt. Ich glaube, ich habe noch Auto-Jump an. Check das mal ausmachen, damit das nicht so nervt. Und schön gegen die Wand immer laufen. Genauso muss das. Der Sprung wird dadurch aber leider nicht sonderlich viel einfacher. Er ist trotzdem noch echt schwierig. Ich wüsste gerne, ob der wirklich machbar ist. Also ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber... Ich glaube nämlich, dass der Sprung... Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es geht. Ich müsste nämlich mal die Blöcke angucken, wie viel das sind. Da bin ich mir echt unsicher. Weil auf die Leiter drauf komme ich, glaube ich, nicht, um ehrlich zu sein. What the fuck? Hä? Was? Hä? Leute, die Sprünge sind doch nicht... Was? Wo muss man denn lang? Wo? Hä? Also das kann mir keiner erzählen, dass das machbar sein soll. Das geht halt nicht. Och Gott, könnt ihr nicht einfach eure Maps testen, dass die auch funktionieren? Vielleicht ist der Sprung ja machbar, keine Ahnung. Aber wo? Wie soll das denn funktionieren hier? Wie soll das denn funktionieren? What the fuck? Das ist ein Double Cross. Extrem schwierig, weil da noch so ein Block an der Seite ist mit einem Einer-Anlauf. Leute, baut doch mal die Maps so, dass sie möglich sind. Naja, vielleicht baut ja irgendwann jemand eine Map, die machbar ist. Bin gespannt. Ich gucke sie mir noch kurz weiter an, welche Sprünge hier noch machbar sind. Der, denke ich, geht. Ich denke, der geht mit mit Force Momentum. Der sollte... Ja, ich denke, der geht. Okay, der ist auch machbar. Der sieht auch machbar aus. Jo. Leute, what the fuck? Da steht, alle Sprünge sind alles möglich. Ein 4er 1 hoch ist nicht möglich. So, Leute, wir spielen jetzt hier nochmal eine Map, die möglich ist, die ich schon geschafft habe, aber die ich gerne nochmal spielen möchte. Die ist nämlich echt cool. Ich versuch's einfach mal. 1, 2, 3, 4. Die ist echt schwierig, aber sie ist cool. Die ist echt nice. Könnt ihr auch gerne versuchen. Ich würde die 1.12 dafür empfehlen. 1, 2, 4.
Aber das ist nur so meine Sache, die ich so mache, keine Ahnung. Könnt ihr auch mit der 1,8, denke ich, schaffen. 2, 3. Sehr gut, sehr gut. Jetzt da an die Leiter. Sehr schön. Muss auf den Leitern landen, man kann da nicht an der Seite stehen. Nice, jetzt X-Facing. Habe ich auch geschafft, sehr schön. Der ist richtig nervig. Man muss hier wieder Advanced Momentum machen. Das ist echt blöd. Forced Momentum, Alter, wie oft will ich das noch verwechseln, Mann. Auch wenn ich mit anderen rede, sage ich das dauernd falsch. Oh, nice, nice, Leute. Jetzt kommt noch ein blöder oder zwei blöde Sprünge. Einmal Head-Hitter-Timing brauche ich noch. Das müsste. Ich kann die Zahl nicht lesen. 1, 4, 5. 23, 1, 4, 5. 1, 4, 5. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was hatte ich denn da gerade für einen Luck, Alter, dass ich da hochgelaufen bin? Puh. Digga. Sehr gut. Okay, der letzte ist echt schwierig. Den mag ich nicht so. Den habe ich am ersten Mal gefailt. Oh, hatte ich Angst. Man darf nicht die Druckplatte berühren. Und sehr nice. Alter. Hui. Da war ich ein bisschen angespannt jetzt. Sehr schön, die Map geschafft. Gefällt mir. Slash top. Damit habe ich die schnellste Zeit. Nice, zwei Fails, so muss das. Und alter Obex, genau 5. Au. Krass. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, trotz der zwei unmöglichen Maps. Solche Maps finde ich echt cool. Klar, müssen jetzt nicht so schwierig sein wie die hier. Also ich finde sie schon echt schwierig, die hier. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich glaube, ich lade das Video sogar heute hoch, weil ich übel Bock habe. Keine Ahnung. Ich bin gerade richtig motiviert. Ich weiß nicht. Weil das letzte Video hat einfach so viele Likes. Das ist echt krank. Also nicht das zweite Part, sondern der erste. Und ich weiß auch nicht, warum. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch gefällt das so. Wenn nicht, dann schreibt es einfach in die Kommentare eure Verbesserungsvorschläge oder was. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, eine positive Bewertung dazulassen. Und so, bis zum nächsten Mal. Euer ohne Zahn. Ciao, ciao.